Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einem der ersten, wenn nicht zum allerersten Video-Review überhaupt zu der neuen Botta Clavius. Botta ist bekannt für eine sehr ikonische, spezielle und unverkennbare Designsprache. Mit der Clavius hat Botta in meinen Augen noch einen draufgesetzt, denn das Design bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie ich und vielleicht auch andere die Zeit wahrnehmen. Ganz speziell beziehe ich mich hier auf den Sekundenzeiger und das werde ich euch in diesem Video im Detail zeigen. Die Botta Clavius, die ich hier vor mir habe, ist das Modell mit dem schwarzen Gehäuse, das Black Edition Gehäuse. Die Uhr hat einen Durchmesser von 44 mm bei einer Gesamtbauhöhe von lediglich 9,3 mm. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, schwarz beschichtet in diesem Fall hier, wie gesagt, und wiegt ohne Band 75 Gramm. Die Uhr ist wie eigentlich alle Uhren von Botta bis 5 bar wasserdicht und die Uhr wird angetrieben von einem ETA 2824-2 manuell justiert, um eine maximale Ganggenauigkeit zu erreichen. Auf der Rückseite haben wir ein Saphirglas und auf der Frontseite haben wir ein Saphirglas, was sowohl auf der äußeren als auch auf der inneren Seite entspiegelt ist. Passend zum schwarzen Erscheinungsbild der Uhr ist hier montiert ein Hirschband, und zwar handelt es sich um ein Hirsch Pure, was ich sehr gut finde, ein hochwertiges Kautschukband, passend zur Uhr wurde hier auch nicht gespart, gefällt mir sehr gut. Die Uhr in der hier vorliegenden schwarzen Edition kostet 1360 Euro in der aktuell vorliegenden Pioneer Edition. Und die Pioneer Edition bedeutet mehreres. Zum einen haben wir den speziell gravierten Rotor mit Pioneer Edition Clavius. Diese Pioneer Edition ist auf 12 Stück limitiert und es gibt ohne Aufpreis einen Uhrenbeweger dazu. Nach den 12 Stück geht diese Uhr dann in die unlimitierte Serie. Wenn man das Gehäuse wählt, was nicht schwarz beschichtet ist, sondern stahlgrau, liegt die Uhr preislich bei 1280 Euro. Optional gibt es noch ein Milanese-Band dazu, welches einen Aufpreis von 240 Euro hat. Das klingt zunächst viel, allerdings kann ich sagen, ich habe mir die Bänder angeschaut. Es handelt sich hierbei um Bänder von deutschen Premium-Herstellern, die auch im Einzelhandel alleine durchaus mit diesem Preis verkauft werden. Insofern ist das hier nicht überzogen, sondern lediglich Ausdruck dafür, dass man zu einer tollen Uhr auch ein sehr, sehr hochwertiges Milanese-Band dazu bekommt. Ich habe es noch nicht probiert, ob die vergleichsweise leichte Uhr mit 75 Gramm mit dem doch sehr stabilen und etwas schwereren Milanese-Band sich noch genauso anfühlt wie mit dem leichten Kautschukband. Das muss man ausprobieren, dazu kann ich keine Aussage treffen. Optisch passt es in jedem Fall hervorragend meiner Meinung nach. Ihr wisst, 44 mm ist mir in der Regel immer zu viel, allerdings bei den Botta-Uhren ohne überstehende Hörner habe ich da relativ wenig Probleme. Ich zeige euch das gerne an meinem Arm einmal. Dafür muss ich meine Guinan Duograph abnehmen, die habe ich jetzt seit ungefähr 10 Tagen am Arm. Und die Clavius kommt an den Arm. Und ihr werdet sehen, dass 44 mm mit diesem Gehäuse an meinem Arm wirklich gut funktionieren und in keinster Weise zu groß wirken. Das Hirsch-Kautschukband trägt sich super, gefällt mir gut, macht mir sehr viel Spaß. Und ja, das ist eine Uhr, die ich mir auch wirklich gut vorstellen könnte. Was ist mir beim Gehäuse der Clavius aufgefallen? Zu den Zeigern komme ich gleich. Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass
bei dem schwarzen Gehäuse die optische Wahrnehmung der typischen Form der Botta-Gehäuse etwas anders ist. Die abfallenden Flanken sieht man nicht ganz so deutlich. Natürlich bleibt das Gehäuse von der Seite schmal, aber die optische Erscheinung bei einem Stahlgehäuse ist doch etwas deutlicher erkennbar als bei einem schwarzen Gehäuse. Fand ich sehr überraschend. Hier handelt es sich um eine Automatikuhr, das heißt, die Krone ist auch etwas anders gestaltet als bei den Quarzuhren. Die Krone hat ein kleines bisschen Griff, es bleibt eine kleine Krone, aber ich habe die Uhr damit aufgezogen und es geht erstaunlich gut. Viel, viel besser als mit der glatten Krone bei Quarz, wo man das aber auch nicht so häufig braucht. Das Gehäuse ist, wie ich es von allen Botta-Uhren kenne, sehr, sehr sauber verarbeitet. Es gibt keine sichtbaren Spalte, alles ist extrem passgenau, wirklich prima und gut gemacht, so wie ich es von einer Uhr in der Preisklasse erwarte, vielleicht sogar ein bisschen besser. So, dann schauen wir uns die Uhr doch einmal ein kleines bisschen aus der Nähe an. Was zunächst einmal unmittelbar auffällt, ist, dass wir extrem kurze, fast schwebend wirkende Zeiger haben. Mit der längeren, dünneren Spitze der Minutenzeiger und hier unten etwas kürzer und dicker der Stundenzeiger. Am auffälligsten jedoch finde ich den Sekundenzeiger, der beinahe wie eine springende Sekunde wirkt. Und das Ganze hier sieht man wunderschön, dass es doch ein fließender Zeiger ist. Das Ganze ist erreicht worden durch eine sehr ausgiebige Versuchsreihe, bei der sowohl die Zeigerbreite als auch die Schlitzbreite der abdeckenden Bedruckung auf dem Glas aufeinander abgestimmt wurden. Zunächst einmal wurde das Ganze am Computer simuliert in mehreren Durchläufen, bis man ungefähr einen Eindruck hatte. Dann wurden mehrere Pappmodelle gemacht, wo mit einem Cuttermesser die entsprechenden Schlitze ausgeschnitten wurden, um exakt diesen Effekt, den wir hier sehen, tatsächlich auch jenseits des Computers animieren zu können und ausprobieren zu können. Das heißt, diese Uhr ist sowohl im Kopf als auch am Computer als auch tatsächlich in Handarbeit mit Pappmodellen entwickelt worden. Finde ich sehr interessant und auf diese Weise ist eine in meinen Augen der modernsten Interpretationen einer Dreizeigeruhr entstanden. Ebenso interessant fand ich, dass diese Uhr ausschließlich als Automatikmodell aktuell zu haben ist, weil, das sagte mir Klaus Botta in einem Gespräch, bei einer Quarzuhr mit springender Sekunde sich dieser Effekt der Sekunde nicht so darstellen lässt. Er sagte, dass das etwas unspezifisch wirkt und die Bewegung des Sekundenzeigers hinter der bedruckten Oberfläche nicht den gleichen Effekt erzielt. Fand ich alles wirklich sehr, sehr interessant und wirklich toll. Wenn wir jetzt nochmal genau hinschauen, dann sehen wir auch, dass tatsächlich auf dem Frontglas ein Druck ist, der die Zeiger abdeckt, sodass das eigentliche oder der größte Teil des Zeigerspiels sich hinter dem Druck über dem eigentlichen Ziffernblatt abspielt. Ich hatte mit Klaus Botta gesprochen und er sagte mir, dass diese Uhr Leuchtzeiger haben soll. Er war aber anfangs mit der Qualität der Zeiger nicht hundertprozentig zufrieden, sodass eine zweite Charge gefertigt wurde. Und hier haben wir die Clavius mit den neuen Leuchtzeigern und bei Nacht sieht es dann so aus. Wir machen mal die erste Videoleuchte aus und dann die zweite Videoleuchte und haben hier jetzt tatsächlich einen Blick auf die Botta Clavius bei Nacht. Natürlich sind die Zeiger nicht so gut sichtbar wie
Taucheruhrenzeiger. Was ich aber wirklich klasse finde, ist der blau leuchtende Sekundenzeiger. Ich kann euch versichern, man kann die Uhr bei Nacht ablesen. Das, was hier gegebenenfalls nicht zu sehen ist, ist in der Tat mein Video-Equipment und nicht die Leuchtkraft der Uhr. Ja, das ist die Botta Clavius, eine Uhr, die ich ausgesprochen interessant finde. Es ist eine Dreizeigeruhr und trotzdem ist sie alles andere als das, was man üblicherweise von einer Dreizeigeruhr erwartet. Mit einer Größe von 44 mm, dennoch sehr gut auch an schmaleren Armen tragbar. Sie ist außergewöhnlich, sie ist stylisch, sie ist unverkennbar eine Botta-Uhr und trotzdem ist sie dank der zwei Zeiger beinahe minutengenau ablesbar, ohne ein Design zu verwenden, welches schon oft gesehen wurde, es sei denn, man hat Botta-Uhren gesehen. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, was ihr über dieses Design, die Idee und insbesondere den springenden Sekundenzeiger denkt. Würde mich sehr interessieren. Mir gefällt die Uhr in jedem Fall ausgesprochen gut.